Hallo ihr Lieben, heute soll es um Entspannung im Alltag gehen. Und auf die Idee zu diesem Video bin ich gekommen, weil mich so eine meiner Freundinnen gefragt hat: Nora, ich schreibe am Mittwoch eine Mathearbeit. Hast du irgendwelche Tipps, wie ich mich besser vorbereiten kann? Ich habe schon das gemacht, ich habe schon so viel gelernt, ich bin das alles Thema durchgegangen. Aber weiß nicht, hast du irgendeinen Tipp? Und mein Tipp war an sie, sich zu entspannen und loszulassen. Weil manchmal halten wir viel zu sehr an einer Sache fest oder an etwas, worauf wir hinarbeiten, aber hören auf uns zu hören, was unser Körper und was wir eigentlich brauchen. Und das ist, dass wir unser Gehirn mal abschalten oder besser gesagt, die Maschine in uns, die uns jeden Tag weiterbringt, und einfach mal uns zurücklehnen und ausruhen. Es ist immer wieder wichtig, rückzukoppeln mit sich selbst. Was brauche ich? Was will mein Körper? Was will meine Seele? Und wie kann ich das schaffen? Und dieses Video heißt Entspannung im Alltag. Also wie kann ich mich in der Woche, wenn ich total viel auf dem Plan habe, wie kann ich es da schaffen, runterzufahren? Ich möchte jetzt einfach alltägliche Dinge ansprechen, die wir machen, die wir ohnehin machen. Aber euch irgendwie Tipps geben, wie wir die so machen, dass sie uns was bringen in der Hinsicht zur Entspannung. Weil das Number One Ding ist ja eigentlich, wir sind immer am Handy. Und das ist eigentlich schon der erste Fehler, weniger am Handy. Aber fangen wir mal an. Was machen wir eigentlich jeden Tag? Duschen. Und normalerweise wird Baden immer als das Entspannende angesehen und beim Baden legen wir uns mal richtig zurück und nehmen uns auch Zeit dafür. Aber so unter der Woche, wenn man arbeitet oder wenn man zur Schule geht, hat man keine Zeit fürs Baden, wenn man überhaupt eine Badewanne hat. Es gibt eine Firma aus Österreich namens Walz 7, die haben mich angeschrieben und die hatten eine coole Idee. Und zwar, dass sie sowas wie ein entspannendes Bad auch für die Dusche machen. Und dafür haben sie Duschtabs entwickelt, die man, wenn man duschen geht, einfach ins Wasser unten hinlegt auf den Boden der Dusche. Und sofort umgibt dich ein toller Duft und eine Duftwolke. Ich habe mir auch ein paar zum Austesten ausgegeben. Und zwar habe ich einmal Probierpakete bekommen. Hier sind die drin. Ich mache das auch gleich mal mit euch aus. Und was es jetzt neu gibt, ist die sogenannte Duschbombe. Und die könnt ihr auch schon bei Rossmann kaufen. Hier gibt es jetzt die Geschmacksrichtungen, sagt man das so? Die Geruchsrichtungen. Rosa, Orange und Fichte. Und die machen wir jetzt gleich mal auf. Da haben wir hier noch die Shower-Tabs. Im Prinzip ist es dasselbe Ding, die Shower-Tabs und die Duschbomben. Die gibt es in Limette, Zirbe, auch noch eine Rose, Calming Forest. Oh mein Gott, ich glaube, das ist mein Ding. Oh, das riecht wirklich nach, das riecht nach Wald. Ich liebe es. Wow, das riecht auch so nach Spa. Ich habe das jetzt noch gar nicht ausgemacht. Ich habe das einmal so ein Duschteil probiert. Ich glaube, das war der hier, Energizing Mint, Inspiring Lemon Caress und Relaxing Lavender. Also je nachdem, was du brauchst, es gibt ein Shower Tub. Und das ist doch eine gute Idee, einfach mal im Alltag, sei es morgens oder sei es abends, je nachdem, was für eine Stimmung ihr braucht, damit hüpft ihr in die Dusche und kommt dann völlig neugeboren heraus. Das nächste, was wir jeden Tag machen, sogar mindestens dreimal, ist Essen. Und oft ist Essen einfach total gehetzt. Morgens, manche essen gar nichts oder manche essen ganz schnell ein Müsli. Das habe ich ganz, ganz lange gemacht. Einfach 10 Minuten irgendwas in mich reingeschaufelt, während ich irgendwie Instagram durchgescrollt habe. Und mittags essen wir in der Schule oder holen uns irgendwas Kleines vom Bäcker und abends. Aber es ist wichtig, sich auch mal Zeit zu nehmen. Vielleicht abends. Wenn es bei den anderen schon schnell gehen muss, einfach abends sich ein Kochbuch zu nehmen oder ja, einfach was zu kochen. Vielleicht denkst du dir auch selber was aus oder machst irgendwas ganz Einfaches, eine Gemüsepfanne oder sowas. Und nimmst dir da Zeit, wirklich zu gucken, was tue ich in mein Essen, was tue ich in mein Körper auch. Und das dann zu essen, ohne Ablenkung zu haben, ohne irgendwas zu gucken. Ja, wir müssen irgendwie weg von diesem Multitasking. Multitasking, ob wir es glauben oder nicht, es belastet einen. Unterbewusst. Oder wenn man eben mit der Familie ist, dann alle ganz gemütlich zusammen. Das nächste ist Lesen oder sowas oder Film schauen oder Videos schauen, was ihr auch immer abends macht.
Macht das, ohne dass ihr euer Handy neben euch habt, was dauernd vibriert und worauf ihr sofort reagiert, wenn irgendwas passiert. Oder ich bin auch ganz oft so, dass ich ein Video schaue oder einen Film und nebenbei auf Instagram bin. Lasst das bleiben, sondern konzentriert euch nur auf die eine Sache. Und ihr werdet merken, ihr nehmt euch viel mehr davon mit und macht viel mehr aus eurer Zeit. Nebenbei, wenn ihr das macht, könnt ihr euch ja aber einen schönen Tee kochen und eine Kerze anmachen. Also das Feeling drumherum ist auch sehr, sehr wichtig, so hügelmäßig. In Norwegen und so weiter, die sind so total glücklich, ist Völkchen. Und das liegt großenteils auch daran, dass sie sich immer schön gemütlich machen mit Kerzen und schönem Licht. Achtet mal auf sowas, auf eure Umgebung, macht euch einen warmen Tee oder eine heiße Schokolade. Und das ist das Einzige, was ihr dann nebenbei machen dürft. Schluck, schluck, schluck. Was mir auch total hilft, und ich schreibe ja eigentlich schon lange Tagebuch, aber oft dann auch mal ganz lange zwischendurch immer nicht, manchmal mit Abständen von einem Monat. Immer wenn ich es dann wieder mache, dann merke ich, wie gut mir das tut. Alles, was mich belastet oder was gerade in mir drin vorgeht, in meinem Kopf oder in meinem Herzen, was auch immer, das aufzuschreiben. Das tut unglaublich gut und ich kann das eben nur ans Herz legen. Nimm dir ein Buch oder einfach ein Blatt Papier meinetwegen, auch wenn du es am Ende verbrennst, du hast es irgendwie runtergeschrieben und ich verspreche, es hilft zumindest ein ganz kleines bisschen. Aber jeder Schritt nach vorn ist ja immer ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Handy ist immer dabei und was wir halt meistens machen, ist chatten. Aber warum telefonieren wir nicht mal? Weil während man telefoniert, konzentriert man sich mehr oder weniger auf die eine Person, man muss reagieren sofort, man kann nicht nebenbei was anderes machen. Ich finde, das sollte wieder etabliert werden. Telefonieren ist eigentlich was so Schönes. Und wir haben sogar das Glück noch, dass wir auch FaceTime können oder Skypen, wie man es auch immer nennen will. Videotelefonie ist auch was ganz Feines. Aber auch einfach nur zu hören und zu sitzen, das ist auch schon mal eine Aufgabe. Und das allerletzte. Ich bin ja ein großer Fan von kurzen Workouts am Tag, weil ich finde einfach, die helfen mir und ich habe auch nicht viel Zeit, aber so ein kurzes Workout kriege ich rein. Genauso kriegt ihr aber auch eine kurze Yoga-Einheit oder eine kurze Meditation hin, die ihr sogar teilweise auf dem Bett machen könnt. Schaut ihr einfach bei YouTube, da gibt es für jeden was dabei und ich kann euch nicht sagen, wie sehr einem das hilft, seinen Körper zu spüren und an die Grenzen zu gehen und wie man runterkommt und wie man sich wirklich versuchen muss, nur auf diesen jetzigen Moment und die Atmung zu konzentrieren. Das ist eine ganz hohe Schule und das bringt uns in unserem Alltag viel weiter nach vorne, als wir denken, diese 5 Minuten, die wir da rein investieren würden. So, das waren meine paar Tipps. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie gefallen, vielleicht neuen Input gegeben. Probiert doch einfach mal euer Handy weniger die ganze Zeit zu nutzen, weniger Multitasking zu machen. Klar, ich bin auch immer am Handy, aber manchmal muss man sich einfach sagen, ich bin die ganze Zeit dran, jetzt esse ich mal kurz, jetzt lasse ich mal das mal einfach da liegen oder jetzt lese ich, ich mache es auf lautlos. Wir müssen nicht immer erreichbar sein, manchmal ist es auch gut, wenn wir einfach wirklich nur für uns sind. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Alltagssachen, in die man ganz einfach Entspannung reinbringen kann, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare, damit auch andere die lesen können. Und dann war es das schon. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüss!